Willkommen in der kleinen Holzwerkstatt zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal die kleinste oder platzsparendste Absauganlage an. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Ich bin in meinen letzten Videos danach gefragt worden, was das für ein Kasten da hinten ist am Ausgang. Und dieser Kasten ist meine Absauganlage. Und ja, das war vielen nicht so klar. Deswegen sind die Fragen auch in den Kommentaren gekommen. Und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt zeige ich euch mal diese Absauganlage, weil es einfach die kleinste Absauganlage ist. Ich habe hier, wie vielleicht viele andere, auch eine ganz, ganz kleine Werkstatt. Und für alle diejenigen, die eine kleine Werkstatt haben, ist diese Art Absauganlage wirklich cool. Die ist wirklich cool. Warum? Sie steht nicht auf dem Boden. Sie nimmt euch nicht den Platz für Maschinen weg. Sie baut klein, sie ist weg, eigentlich gar nicht so richtig wirklich da, aber sie arbeitet echt super gut. Und ich zeige euch mal, was ich da gemacht habe, was ich mir da habe einfallen lassen. Ja, bleibt einfach gespannt. So, das ist der Kasten, von dem ich gesprochen habe. Und das ist die Absauganlage eigentlich. Also da ist der ganze Motor drin, also der Elektromotor ist drin oder diese Steuerung ist auch da drin und so weiter und so fort. Das machen wir nachher auch gleich auf, da können wir nochmal reinschauen. Aber lass uns einfach mal gucken, wie breit denn diese Wand ist. Diese Wand hat eine Breite von 1,50. 1,50 ist diese Wand. Hier steht eine Säge, hier steht meine GTS 10. Hier ist ein Waschbecken, da hinten gibt es noch einen Wasseranschluss für eine Pumpe, für eine Gartenpumpe. Ja, und trotzdem habe ich hier eine Absauganlage untergebracht. Und das, glaube ich, ist nicht schlecht für alle diejenigen, wie gesagt, die keinen Platz haben in der Werkstatt. Also die Werkstatt, ihr wisst, meine ist genauso groß wie eine Einzelgarage für ein Auto. Und das heißt, ich muss schon ein bisschen aufpassen, wohin mit dem ganzen Maschinenpark, der hier steht. So, dass ich mich noch bewegen kann, dass wir noch einen Aktionsradius haben, dass es noch Platz gibt, um auch Werkstücke reinzupacken und auch mit denen zu arbeiten und. Und da kann eine Absauganlage, so wie man sie von wem? Von Michael Truppe zum Beispiel, Let's Bastel kennt, der solche Kästen gebaut hat, die letztendlich trotzdem relativ viel Platz wegnehmen, die kann ich mir hier nicht leisten und die möchte ich mir hier auch nicht leisten. Und deswegen habe ich mir einfallen lassen, das ganze Ding an die Wand zu hängen. Wir haben eine French-Gliedwand und warum nicht diese French-Gliedwand nutzen? Warum nicht das ganze Thema nutzen für die Absauganlage und die genau da aufzuhängen, wo sie eigentlich total, total weg ist, in Anführungszeichen, oder nicht im Weg? Und das genau habe ich da mitgemacht. Jetzt ist da natürlich kein Staubkasten drin. Ja, der Staubkasten ist ein bisschen was anderes, der ist woanders untergebracht und den zeige ich euch jetzt. So, und dazu schiebe ich jetzt einfach mal meine GTS 10 zur Seite. Stecke das mal hier aus. Und dann seht ihr, wo dieser Staubkasten ist. Schiebe die mal weg. So. Und jetzt seht ihr hier den Staubkasten. Das hier ist der Staubkasten. Da drin wird der Staub gesammelt. Das ist nichts anderes wie ein 100er HT-Rohr. Das könnt ihr natürlich auch vergrößern. Ihr könnt 120, 150er, 200er nehmen. Wie auch immer. Ihr habt jedenfalls nur einen einzigen Platzbedarf, wirklich vom Boden aus. Und das ist die Standfläche von dem kleinen Teil. Das habe ich so weit wie möglich in die Ecke gepackt, um einfach das Ding aus dem Weg zu haben. Darunter kann ich arbeiten. Da habe ich meine ganze Stellfläche noch zur Verfügung. Alles, was am Boden ist, habe ich noch da. Und da drin wird der Staub gesammelt. Und wie wird der gesammelt? Das gucken wir uns jetzt an. Ich habe euch jetzt mal so hoch wie möglich geschraubt, um dass ihr das seht. Das hier ist im Grunde nichts anderes als der Kasten, in dem auf der Seite der Elektromotor sitzt. Hier ist ein Schalter, bei dem ich auf zwei Stufen gehen kann. Stufe 1 ist, wenn die Maschine angeschaltet wird. Also Stufe 2, hier die Nummer 2. Ist, wenn die Maschine angeschaltet wird, geht diese Absaugung mit an. Und hier, wenn ich auf Stufe 1 schalte, dann geht sie ohne, dass irgendeine Maschine im Betrieb ist, an. Das hier ist eine Steckdose, die lastabhängig ist. Das heißt also, die ist über diesen Schalter geschaltet. Steckt man hier eine Maschine an, schaltet die an,
dann läuft die Absaugung an. So, und hier oben ist nichts anderes drin, das machen wir mal auf, könnt ihr das mal sehen, als ein Staubbeutel. Mehr ist da nicht drin. Hier ist ein Staubbeutel drin. Hier geht es nach unten. Das zeige ich euch mal, da hole ich euch mal ein bisschen näher ran. So, irgendwann verliert ihr mich auch aus dem Bild. So, hier ist ein Loch drin mit einem entsprechenden Gitter. Dieses Gitter findet ihr bei den Rechneranlagen. Also die ganzen Rechneranlagen haben hinten solche Gitter dran in den Lüftern. Auch das hier ist so ein Teil. Ja, und dass da eben nichts Grobes durchgehen kann. Oben ist der Eingang. Ja, oben seht ihr den Eingang und auf der Seite... Jetzt stelle ich euch mal wieder ein bisschen weiter weg. So, auf der Seite seht ihr den Zyklon, der dann letztendlich den Staub hier reinfallen lässt. Das heißt, wir saugen in der Leitung an. Diese Leitung geht in den Zyklon. Hier wird angesaugt aus den Maschinen. Hier wird ebenfalls Luft angesaugt im Zyklon oder aus dem Zyklon. Und die Luft, die hier reinkommt mit dem Staub, die wird hier verwirbelt und dann fällt die nach unten in dieses Rohr. Das ist der Deckel. Ja, dieser Deckel kommt hier drauf. Wird hier mit diesem Verschluss zugemacht. Und wenn er den Verschluss zumacht, Leute, dann macht den nicht auf Spannung. Weil wenn er den auf Spannung macht, dann habt ihr folgendes Problem, über kurz oder lang. Wir haben hier ein Dichtband drin. Dieses Dichtband, das ist flexibel. Das seht ihr, wenn man da drauf drückt. Ja, da seht ihr, das ist flexibel. So, und diese Flexibilität, die muss erhalten bleiben. Die kann ich aber nicht erhalten, wenn ich das ganze Thema auf Spannung mache. Das heißt also, wenn ich den Verschluss auf Spannung mache, weil dann setzt sich irgendwann das Band und dann war's das. Ja, der Kasten ist relativ klein. Auch den messen wir mal aus, dass ihr mal eine Vorstellung habt. Der ist also 43 auf 40 und Tiefe, die hängt vom Motor ab, bei mir 30 tief. Also ihr seht, ganz, ganz klein, dann ein HT-Rohr mit einer entsprechenden Halterung hier an die Wand geschraubt und schon habt ihr eine Absauganlage, die ich finde, ja, selbst für kleinste Werkstätten super funktioniert. Ich lasse euch jetzt mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ich mache mal diesen Kasten auf, so dass man sieht, was da so passiert ist. So. Ihr seht, heftig verdrahtet alles. Es gibt einmal hier diesen Schalter. Dieser Schalter ist ein Zwei-Stufen-Schalter. Einmal, wie gesagt, unter Belastung. Das heißt also, wenn die Maschine angeschaltet wird, dann habt ihr hier auch ein Signal, das durchgeht und den Motor antreibt. Wir haben auf der anderen Seite Steckdose. Wie eine Steckdose aussieht, glaube ich, das brauche ich nicht beschreiben. Die hängt jedenfalls an dem Schalter dran. Das ist eine Steckdose, die genutzt werden kann. Und wir haben hier eine Master- und Slave-Schaltung. Das ist eine Master- und Slave-Schaltung. Ich verlinke euch mal das Ganze unten. Ich verlinke euch einmal den Schalter. Ich verlinke euch einmal diese Master- und Slave-Schaltung, dass ihr seht, wo die Sachen her sind und was es gekostet hat. Also wirklich nur ein Bruchteil oder beziehungsweise ein kleines Geld. Und funktioniert, wie gesagt, ganz einfach. So, jetzt könnt ihr ein bisschen besser reinschauen. Also wir haben hier unten den Motor sitzen. Ich habe dazu einen Rahmen gebaut, habe hier diese Klemmen gebaut und habe den einfach nach oben verpresst, damit der dicht ist. Beziehungsweise, dass er eben die Luft durch den Motor hier an diesen Schächten nach außen bringt und damit diesen Unterdruck erzeugt. Ja, das ist eigentlich relativ einfach und ist eigentlich kein großes Hexenwerk. Ihr leimt da einfach zwei 18er Platten aufeinander. Dann habt ihr die Höhe. Zumindest war das in meinem Fall war das so. Und diese Klemmen, die habe ich auch aus Multiplex gemacht. Auch entsprechend dieses Rahmens, der hier zur Verfügung steht. Da müsst ihr einfach die Maße nehmen, die ihr habt. Und ja, da ist ein Staubsaugermotor drin. Und dieser Staubsaugermotor hat in meinem Fall jetzt 1400 Watt. Mehr sind es nicht. Ja. Ihr müsst einfach aufpassen. 1400 Watt, das ist eine Geschichte, die ihr eben auch berücksichtigen müsst. Also 2000 Watt ist einfach mal kritisch, denn eure ganzen Sicherungen sind entsprechend ausgerichtet. Wenn ihr dann noch eine Maschine einschaltet, die 1800 oder auch 2000 Watt hat, dann fliegt euch die Sicherung raus.
Und deswegen müsst ihr das so ein bisschen aufeinander abstimmen. Aber 1400 Watt, sage ich euch, reicht völlig aus. So, Anlage als solches, wie gesagt, relativ einfach. Ihr habt oben den Eingang, hier wird Luft reingesaugt über den Zyklon. Der Zyklon selbst saugt sich wiederum hier Luft an. Und hier beginnt quasi die Verteilung. Ihr seht hier schon die erste Maschine, den ersten Schieber, den man auf und zu machen kann und der dann letztendlich hier für die Tischkreissäge da ist. Jetzt nehme ich euch mal hier raus aus der Halterung und zeige euch mal die Verrohrung, die ich gemacht habe. Die habe ich nämlich ebenfalls nach oben gelegt. So, jetzt gucken wir uns das mal an. So, ihr seht also, wir gehen hier weg und hier letztlich zur ersten Maschine. Und ich bin dann mit der Verrohrung komplett unter der Decke entlang. Hier zum Beispiel zur zweiten Maschine, das ist meine Kappsäge. Hier gibt es einen Mehrfachabzweig, einmal wieder hier runter zum Schleifer. Ich habe hier über dem Tisch quasi die Absaugung für eine Tauchsäge oder für eine Fräse oder sonst irgendwas. Ja, das Rohr hier geht weiter. Ihr seht, es geht hier weiter, es geht hier um die Ecke und geht hier zu meiner Bandsäge. Ich kann euch sagen, die Entfernung als solches funktioniert wunderbar. Also ich habe mit dieser Absaugung genügend Unterdruck, um selbst diese Säge abzusaugen. So, diese Abzweigung kennt ihr. Da ist jetzt geplant, dass ich nach vorne gehe zu meinem Arbeitstisch. Und hier habe ich schon vorne den Anschluss liegen, möchte gerne die Bohrmaschine absaugen. Auch da wird es irgendwann mal ein Video dazu geben, dass ich eine Absaugung für die Bohrmaschine, für diese Späne, die da entstehen, dass ich diese baue und euch zeige, wie das am besten funktioniert. So, jetzt nehme ich euch einfach mal mit runter und zeige euch mal, wie die Entleerung von diesem Rohr funktioniert. Das ist nämlich auch relativ einfach. Es gibt so einen Abzweig. Das ist nichts anderes als eine Abzweigung für die HT-Rohre. Unten ist zu und hier ist ein Deckel drauf. Diesen Deckel könnt ihr kaufen, da gibt es eine Dichtung drin. Diese Dichtung auch in jedem Fall nie verlieren und immer drin lassen, denn in diesem Rohr muss ja auch eine Art Unterdruck bleiben und darf keine Luft von unten nachziehen. Denn wenn sie von unten nachzieht, dann habt ihr den ganzen Staub oben in eurem Staubbeutel drin. So, ja, dann macht ihr hier auf und was hier rauskommt, ist einmal die Dichtung, der Deckel. So, und was hier rauskommt, ist im Grunde genommen nichts anderes als der ganze Staub, der in den letzten Projekten hier gesammelt wurde. Den schafft er so raus und dann schüttet ihr ihn weg. Das ist zwar ein bisschen jetzt im Nachhinein für die Entsorgung eine kleine Sauerei, in Anführungszeichen. Aber dafür habt ihr einfach eine kleine Standfläche, ihr habt einen kleinen Platzbedarf für diese Absauganlage und das finde ich schon mal genial. Also für alle diejenigen, die eine kleine Absauganlage brauchen, hier ist die Lösung. So kann es aussehen und so spart er einfach unheimlich Platz ein. So Leute, wenn ihr die Absauganlage nachbauen wollt und ihr braucht da einfach noch ein bisschen Maße, ihr braucht irgendwelche Informationen, wie gesagt Schalter, Master-Slave-Anlage verlinke ich euch unten. Guckt einfach mal in der Videobeschreibung. Wenn ihr da noch Instruktionen oder wenn ihr da einfach noch ein paar Maße braucht, wie ich sowas gebaut habe, ja, dann schreibt mich an oder hinterlasst mir das einfach in den Kommentaren unten und ich beantworte das dann auf jeden Fall. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr die Absauganlage geil fandet, dann interessiert es mich natürlich auch in den Kommentaren. Schreibt einfach mal rein, was ihr davon haltet. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, hab mal vorweggenommen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo dalasst, wenn ihr mir einen Daumen nach oben dalasst. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Servus.